Oh nein. So, Rambazamba, 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 Samba, Ramba, Rambazamba, Ramba. Fail. Nochmal ein Quicksave an der Stelle. Wäre ärgerlich, jetzt die Sache hier nochmal neu zu machen. Ramba, Zamba, Bamba, Lamba, Ukalula. Immer dieser gleiche Schlagrhythmus. Ja, gut. Wäre auch ein bisschen krank, einen unterschiedlichen Kampfrhythmus zu verlangen, oder? So verschiedene Kampfanimationen für denselben Angriff, das wäre auch richtig heftig. Okay, komm her. Oh. Gut gemacht. Quick Save. Was sollen wir machen, Leute? So ist es nun mal. Wir müssen uns jetzt Stück für Stück Hardcore. Oh oh. Danke, dass du mir wenigstens meine eine Keule gelassen hast. Nett hat nett von dir. Können wir uns jetzt, während er da mit U-Golf kämpft, noch ein paar mehr reinziehen. Schmeckt sicherlich auch gut. Noch ein Quicksave an der Stelle. Ja, ich frage mich gerade erstens, wo der Inhaber dieses Grabes ist hier. Den habe ich auch noch nicht gefunden. An der Stelle da vorne zu stehen, aber ich sehe ihn gerade. Elendes Drecksvieh. Wer ist denn das überhaupt? Das eine Skelett nehmen wir jetzt so blöd. Brr, das wollte ich nicht machen. So blöd es sich anhört, das eine Skelett nehmen wir nochmal da weg. Dass wir nicht möglichst wenig Skelette haben bei unserem guten begrabenen Nord hier. Und dann kann das Ganze hier auch schon eigentlich vonstatten gehen, dieser finale Kampf da hinten. Ich zähle da so 5-6 Skelette und halt den Anführer, das ist ja kein Problem. Ja, okay. Cool, dass hier mal Orks drin waren, auch wenn ich nicht verstehe, warum die Elite-Krieger davor so Patrouille gehalten haben. Wenn er ja... Snorre! Oh! Snorre! In der Tat eine Person, an die ich mich erinnere, der Name, ist so ein Name, der sich wirklich im Hören festfrisst. Snorre. Macht irgendwie Eindruck auf mich. Boah, ich hasse diesen Angriff, hab ich das schon mal gesagt? Alles fängt mit Pokémon an. Da gab es schon einen Angriff, der einen betäubt hat. Kein Witz. Verwirrung. Irgendwie sowas. Der hat einen verwirrt. Sowas, genau. Pokémon-Sprache war ja nicht betäubt, sondern verwirrt. Und da war dein Pokémon verwirrt. Und in diesem Moment, der hat übrigens ein cooles Schild und wahrscheinlich auch ein cooles Schwert. Gehe ich mal von aus. Wobei es ein billiges Schwert. Und in dem Moment, in dem du verwirrt warst, in dem dein Pokémon verwirrt war, konntest du dich auf keine Art und Weise wehren. Das weiß ich noch ganz genau. Und in der Tat war das damals das erste Mal, dass mich ein solches Kampfsystem-Feature, wie ich es jetzt einfach mal nenne, richtig, richtig banal aufgeregt hat. Das war das erste Mal da. Wirklich, das war das erste Mal, dass ich mich richtig über sowas aufgeregt habe. Und ja, das hat sich halt sofort gesetzt, dass halt dieser Hass gegen diese Situation entstanden ist, in der du dich nicht wehren kannst. Und ja, da ist mir das zumindest erst aufgefallen. Passt jetzt nicht richtig ins LP rein, aber da ist mir zum ersten Mal wirklich bewusst klar geworden, wie behindert das ist. Und setzt sich ja dann schließlich bis in die heutigen Spiele, siehe Gothic 3, fort. So würde es sich nun mal anhört. Komm her, Snorre, du hast nichts zu sagen. Finale Kampf ist einfach nur wieder Tasten drücken. Ich hoffe, ihr hört das Klicken nicht zu laut. Oh, Leute, ey, ich habe letztens mal das erste Video von meinem Gothic 1 Let's Play geguckt. Erzähl ich euch mal, während ich hier gerade so wild auf Snorre einprügel. Oder Schnorre. Snorre. Gut, das war's für dich, Mistvieh. In der Tat einfach nur ein Breitschwert und nur ein Rundschild. Kalt, kalt. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, das waren ja noch Zeiten, ey. Also ich meine jetzt nicht mal Gothic 1 unbedingt damit, zwangsläufig, sondern wirklich einfach nur damals die Zeit, als ich das Spiel aufgenommen habe. Da hatte ich noch meinen alten Computer. Meine ich zumindest. Ein Sockel. Dort kann...
Ja, da kann man was reinstecken. Das ist ein Norris Grab. Das ist mir, habe ich mir schon beinahe gedacht, dass man da was reinstecken kann. Alte Truhe. Vielleicht ist hier der Stein ja drin, auf mystische Weise hier reingekommen. Nein, nur Erz, Goldbrocken, Gold, ein paar Zauber. So ein unnützes Krämchen. Ein paar Pfeile. Schaden auch nie. Ja, sonst würde ich ja schon beinahe sagen, ich bin verwirrt, weil ich nicht weiß, wo, wie jetzt hier unser. Sag mal schnell. Echt keine Ahnung, ob wo wir hier unseren Ahnenstein herbekommen. Ich hätte irgendein Ork im Inventar, was ich mir nicht vorstellen kann. Wer ja im Inventar von einem Nord sein muss. Also, Notiz an mich selber, man kann sehr wohl mit U-Golf ein Ahnengrab ausräumen, das geht sehr gut. Braucht man gar keine Scheu vorzuhaben, alles problemlos. Okay, und noch ein Skelett mit Pfeilen. Ich weiß, ich sammle jetzt nicht so extrem pingelig alles auf, das muss auch hier an dieser Stelle tatsächlich nicht sein. Weil das sind meistens nur Holzschilder und rostige Schwerter, die sind dann dazu noch abgenutzt, machen sowieso keinen Schaden. Und daher entscheide ich einfach mal für mich selber, dass das Wichtigste einfach nur die Pfeile sind, die ich halt wirklich auch aktiv benutze, verwende. USW. So, gucken wir uns hier mal kurz grob um. Wo könnte sich hier ein Nord aufhalten? Beziehungsweise, wo könnte sich hier eine Nordleiche befinden? Ich gehe mal wieder stark davon aus, dass unser guter Kollege tot ist. U-Golf. Lust gegen ein paar Eiswürfe zu kämpfen. Ja, ich höre, du hast keine Lust drauf, dann umgehen wir die nur für dich heute. Normalerweise hätte ich jetzt natürlich gegen die gekämpft, nur für dich umgehe ich die Sache jetzt mal. Cool. U-Golf, nur wegen dir. U-Golf hört sich irgendwie dumm an, ey. Du heißt doch U-Golf, ne? U-Golf, tatsächlich. Ich bin U-Golf. Stolzer Krieger des Feuerclans. Alle ist ja nicht mal vom Feuerclan. Warum leuchtet denn das hier so? Aha. Aha, die Fackel. Aha, da haben wir eine Hütte. Aha. Die baut sich hier doch nicht von alleine. Grauhaar. Willst du ein Stück Fleisch? Okay. Im Hanson. Was polterst du hier rum? Du vertreibst noch das ganze Wild. Ah, das ist mein, sag mal schnell, ja, die Person, die wissen soll, wo Xardas ist. Wieso lebst du hier draußen? Ja, wegen der Jagd würde ich mal schätzen. Wieso lebst du hier draußen? Ich bin Jäger für den Wolfsclan. Aber ich habe keine Lust, ständig ins Dorf zu rennen. Die meiste Zeit bin ich hier draußen. Wenn ich genug Felle zusammen habe, bringe ich sie ins Dorf. Ansonsten tausche ich mit herumreisenden Nordmarern. Okay, herumreisende Nordmarer, wer kommt denn hier vorbei? Herumreisende Nordmarer? Wer kommt denn hier vorbei? Ab und zu bekomme ich Besuch von dem einen oder anderen Jäger. Meistens sind aber die Orktöter des Feuerclans hier unterwegs. Okay, hast du Tauschware? Ja, okay. Ja. Lieferung mitnehmen. Ich wollte noch zum Wolfsclan. Soll ich eine Lieferung mitnehmen? Warum eigentlich nicht? Hier diese Eiswolffelle müssen zur Rune, dem Proviantmeister. Okay, 20 mal Eiswolffell halten. Ja, was kann man hier jagen? Was kann man hier jagen? Hirsche. Das Plateau ist der beste Ort in ganz Nordmar für die Hirschjagd. Wenn du willst, kannst du mir helfen. Wie viele Hirsche soll ich erlegen? Am besten alle. Erlege die Hirsche auf dem Plateau. Okay. Ja, was machen Orktöter hier? Was machen die Orktöter hier? Sie jagen Orks. Außerdem gibt es hier eine alte Grabhöhle. Dort schauen sie nach dem Rechten. Wo ist die Grabhöhle? Wo ist die Grabhöhle? Östlich von meiner Hütte, in der großen Bergwand. Erzähl mir was über die Grabhöhle. Dort liegt irgendein Held aus grauer Vorzeit. Ich habe keine Ahnung wer. Snorre. Wenn du mehr wissen willst, solltest du zum Feuerclan gehen. Ja, ich bin auf der Suche nach Xardas. Ich bin auf der Suche nach Xardas.
Der letzte, der Xaras aufsuchen wollte, war ein Paladin. Ich schätze, das war kein Freundschaftsbesuch. Es war vor allem kein langer Besuch. Der Weg unterhalb meiner Hütte führt dich hin. Du musst hoch in die Berge. Wenn du ein Stück rohes Fleisch hast, kann Grauhaar dich hinführen. Ist Grauhaar dein Wolf? Ist Grauhaar dein Wolf? Er gehört nicht mir. Er ist freiwillig hier. Aber du hast ihn abgerichtet. Auch nicht. Er ist mein Freund und Begleiter. Ich zwinge ihn zu gar nichts. Aber er ist sehr klug und versteht alles, was man ihm sagt. Du solltest ihm aber ein Stück rohes Fleisch geben. Du verstehst schon, warum. Okay, hast du Tauschwaren? Hast du Tauschwaren? Ein bisschen was habe ich immer da. Vielleicht kannst du ja was gebrauchen. Zeig. Ja, Orkreißer, den Bogen haben wir momentan. Ja, Zähne, Klauen. Hier ist ein bisschen Prüll, mein Freund. Eine Spitzhacke, die wir von unserem U-Golf bekommen haben. Warum auch immer, der uns eine gegeben hat. Breitschwert sowieso abgenutzt. Menge Schilde, ein Rundschwert auch abgenutzt. Den Rest lassen wir so mal dahingestellt. Ja, freut mich, dass Grauhaar uns also jetzt zu Xaras führt. Dann haben wir das Problem schon mal gelöst. Allerdings weiß ich immer noch nicht, wo der Ahnenstein ist. Das ist jetzt momentan ein anderes Problem. Ohne den Ahnenstein können wir hier, so würde es sich anhört, jetzt momentan nicht weggehen. Und da der jetzt auch nicht gesagt hat, ja, hier war ein Paladin, dann gehe ich mal von aus, Paladin Nordmar, dann gehe ich mal von aus, der war hier jetzt auch noch nicht. Sieht man ja, Xaras Turm? Nö. Und wenn er hier noch nicht war, heißt das ja im Nachhinein, dass der irgendwo in der Richtung da unten liegen muss. Aber das finden wir erst im nächsten Video heraus, Leute, denn ich sollte jetzt wirklich mal Schluss machen und mich für meine Abschlussprüfung morgen spirituell vorbereiten. Was für ein komisches Wort. Ja, an dieser Stelle sage ich dann mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind gut vorangekommen. Leider ein Fail mit dieser Mine, aber man kann es ja mal versuchen. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen, Leute. Macht's gut, schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dann.